Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Hier hat sich nichts geändert, aber ich habe nochmal eine AK gemacht. Die Bolt hatten wir ja gefunden. Ihr seht, ich habe auch Vollausstattung an. Hier, die drei sind Schrott. Ich habe noch ein paar Waffen gesquappt. Ihr seht, drei SMGs haben wir jetzt hier dreimal zum Raiden. Halbautomatische. Ihr seht, 8 Raketen. 140 Schuss. Ich mache noch ein bisschen. Also könnten wir rein theoretisch 8, 9, 10 Blechtüren weghauen. Immer noch eine MP5. Flammenwerfer. Bisschen Moon. Gut, hier habe ich auch ein bisschen abgegradet. Mal noch mal ein paar vernünftige Pullover gecraftet. Ja, ansonsten habe ich den Turm noch ein klein bisschen weiter gebaut, aber ich glaube, die Base werden wir gar nicht sehen. Ihr seht, ich habe die Kisten hingestellt. Na, ich habe hier keinen Platz. Zack. Natürlich habe ich hier Kisten hingestellt, da vorne, die standen ja schon. Und hier habe ich auch noch eine hingestellt. Gut, und jetzt wollte ich hier mal ein paar Dinger setzen. Ja. Irgendwelche große Wirkung wird es nicht haben. Aber einfach mal. Was können? Wenn wir die Ressourcen haben, sollen wir es halt auch nutzen. Wird wahrscheinlich eh nicht reichen, um ganz rumzugehen. Ich weiß auch nicht, ob die auch zerfallen oder was, deswegen baue ich es auch mal. So, mal können wir uns mal angucken. Könnte natürlich auch oben auf dem Ofen welche draufstellen. Muss ich gleich mal gucken. Na, ernsthaft jetzt? Jo. Aber ihr seht, die machen auf jeden Fall gut Schaden. Ich habe auch das ganze Scrap-Eisen verballert. Jetzt habe ich nur noch die Holzmoppets hier. Davon könnte ich auch noch reichlich machen, weil wir haben noch 60 Seile. Muss ich halt nur noch mal ein bisschen Holz farmen. Aber wie gesagt, man muss erst auch erstmal gucken, ob die zerfallen oder was. Ich weiß, Spielerei, viel schützen tut es nicht. Man kann es ja auch ganz einfach weghacken. Aber gut, 400. Dauert auch einen kleinen Moment. Ja, ein paar brauchen wir noch. Holzdinger hier. Ein paar ist gut, ey. Aber wir haben ja noch ein bisschen Holz liegen, auf jeden Fall auch. Gut, nehme ich mal die Metallfragmente mit. Ja, die Frage ist jetzt halt, was machen wir jetzt mit dem Zeug, mit den Raketen und
the Moon. Ich sehe, ne, wir haben so viel Zeugs. Gut, lockert dich für die Dachluke, kann ich gleich wieder mit rausnehmen. Wollte ich da noch mit in die Kiste schon mal packen. Jo. Ja, das Gute an der Base ist halt, dass es echt verwirrend ist hier mit den Türen und den ganzen Dreiecken. Ja, ich habe hier auch mal ein bisschen aufgeräumt, wie ihr seht. Alles weggecraftet, was ging. So, mache ich nochmal. 1, 2, 3 sind 10. Nochmal 15, dann haben wir noch ein bisschen Holz liegen. Hier schon wieder was reingepackt. Nee. Gut. Ja, so lange wollte ich heute eigentlich gar nicht zocken, aber ihr seht's, ey, wenn man wieder einmal anfängt. Dann noch eben das und das noch eben. So. Ja, ihr seht, wir haben immer noch 54 Seile. Ja, perfekt. Ja, setze ich die noch eben. Ja, und dann ist die Frage, was machen wir? Gehen wir zu der Base da hinten hin? Was ich mir mal überlegt habe, es kann gut sein, dass die schon geradet wurde, ne? Und die da einfach eine Blechtür reingesetzt haben. Was ist schon ein bisschen komisch, dass sie halt auf einmal zerfällt, ne? Kann also gut sein. Wir können es natürlich jetzt in der Kiste liegen lassen. Wie gesagt, 8 Raketen haben wir. Und noch ein bisschen warten, bis wir vielleicht noch mehr kriegen. 20. Um die Bugbase noch anzugreifen. Aber wie ihr wisst, kennt man natürlich mit dem Busch hier. Habe ich das Zeug eigentlich nicht so gerne in den Kisten liegen. Und da ich jetzt bis Donnerstagmorgen könnte ich noch mal ein bisschen zocken. Aber Wochenende ist 7 Days to Die an der Reihe. Ja, und danach wäre natürlich rein theoretisch noch 4 Tage. Bis zum Forswipe. Schneller doch ist, ne? Boah, den habe ich noch niemals getroffen, den letzten. Ja, was ist denn? Ja, sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Man könnte natürlich 2, 3 Reihen hier machen. Da müssen sie es echt erstmal wegkloppen, um sich hochzubauen. Aber selbst dann, wie gesagt, setzt ihr halt hier eine Foundation hin, machst du den Ding ins und dann gehst du rüber. Also, ist alles kein Problem. Ist mehr optikmäßig, einfach zu zeigen, hey, wie der Typ mit seinem komischen Geschütz da. Ja, Warenhaus kann ich gut einsehen. Gehen noch gleich mal hoch. Wenn wir das hier fertig haben.
Aber ich kann immer noch nicht über den Hügel der Höhle sehen, also. Ist auch die Frage, ob wir die Base überhaupt sehen. Aber normalerweise von der Entfernung her müssten wir sie sehen können. Ja, eigentlich hatte ich ja überlegt, hier noch einen Kern drum zu ziehen, aber hey. Setze ich hier so ein paar Dinger hin und fertig aus. Ja, vier Möglichkeiten haben wir halt nicht. Wir können jetzt die Base da hinten raiden. Oder versuchen. Ansonsten ist ja nichts mehr hier. Okay, das Hexenhaus ist noch, aber daneben die Base, die ist auf jeden Fall aktiv. Mit den Queries. Das macht also auch keinen Sinn. Da wirst du definitiv sofort Besuch bekommen. Also ich, Qual der Wahl ist eigentlich nur jetzt aufheben, um die Bugbase hier vielleicht noch zu attackieren. Oder halt die Base da hinten. Wobei es natürlich sein kann, dass die schon geradet wurde. Weil guck mal, die Base da ganz hinten wurde ja auch geradet. Also die ja noch abgeschieden, versteckter war. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie die Base dann da stehen lassen oder so. Was, jetzt wird schon mehr dunkel? Da noch ein. Wie viel macht er denn noch? Fünf. Ja, die setze ich noch hier drum. Was soll's? Ich setze hier am Rand rum. Oben drauf. Aber einer muss hier auf jeden Fall noch hin. Ja. So. Super. Noch ist die Sonne da. Ich gehe mal fix hoch. Das zeige ich euch mal. Hab ich hier vielleicht noch Holz? Sehr gut. Nehme ich mal einen Bauplan mit. Kann ich ja nochmal eben ein, zwei Stockwerke aus Stroh draufsetzen. Ja, ich musste hier sogar einen Bauschrank reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Aufnahme gemacht hatte oder ohne. Ich hätte natürlich auch das Licht mitnehmen können. Weil da war auf einmal Building-Privileg weg. Hier. Wir waren zu hoch. Also geht auch nicht ohne Ende nach oben, der Bauschrank. So, wie ihr seht, Warnhaus kannst du gut einsehen. Aber hier, da ist die Höhle. Ja, da müsste die Base sein. Da. Vielleicht wird sie echt nicht angezeigt. Dann wird das ganze Ding hier umsonst. Oder ist das da das Dach? Ich hätte das Fernglas mitnehmen sollen. Seht ihr da dieses Ding da? Das könnte das Dach sein dann. Muss ich mal gucken. Aber wir haben jetzt eh keinen Stein mehr. Und ich wollte jetzt hier heute jetzt auch nicht nur irgendwie Steinfarmen groß. Immer wenn wir was haben, werde ich da nochmal zwei, drei Stockwerke draufsetzen. Zumindest solange es geht. Ich weiß nicht, wie hoch man bauen kann. Kann es euch nicht sagen. Hier kann ich sie auf jeden Fall schon mal hinsetzen. So, ganz rüber hier? Nee. Gefährlich, ja.
Vielleicht ziehe ich hier noch so eine halbe Mauer rum. Mal ein bisschen Deckung haben. Oder ich setze halt... Ich habe natürlich auch kein Licht mit, ey. Ich könnte natürlich die jetzt hier auch außen lang setzen. Ist halt die Frage, ob man das hier nehmen möchte, um auch rauszugehen. Um hier noch zu fighten zur Not. Weil hochkommen können sie so oder so kommen. Selbst wenn ihr die Dinger jetzt hier hinsetzt. Da kannst du es auch nicht draufsetzen. Das wäre es ja gewesen. Ist halt die Tür, ne? Da kannst du schön. Ich werde mal hier noch eine halbe Mauer setzen. Oder ich setze hier, oder ich mache hier. Fensterframe kann ich natürlich auch machen. Also einfach nochmal eine Wand jetzt hier, ohne zuzumachen. Oh, ich könnte es natürlich auch zumachen, ne? Hätte ich hier einfach auch nochmal Fenster zum Rausschießen. Wir müssen ja auch nicht den ganzen Bereich. Aber zumindest den hier. Ja. Muss ich mal gucken. Brauchen wir aber, wie gesagt, auch erstmal Stein für. Gut, Leute. Ich mache erstmal einen Cut. Servus, da bin ich wieder. Ihr seht, denn morgen ist da, ich bin in der Base. Wird uns jetzt immer killen. Und wir werden nochmal da spawnen. Wenn wir das Ganze nochmal angucken hier. Also im Moment sind 15 Leute auf dem Server. Bedeutet. Also wir haben 16 Uhr jetzt gleich. Bedeutet, ich mache eine Kamikaze-Aktion. Pack den Raketenwerfer ein. Explosive Moon. Marschier los und gib Gas hier. Oder aber ich mache die Nummer sicher Variante, baue eine Base, eine kleine hier hin. Hol das Zeug rüber. Ja, es wundert mich halt, dass die Base hier steht noch. Kann wie gesagt sehr gut sein, dass sie geradet wurde und die einfach nur eine Blechtür reingesetzt haben. Normal müsste ich eine Base bauen. Weil ihr seht, so bist halt hier genau an dem Dingen. Kann natürlich jederzeit einer zum Looten vorbeikommen. Und wenn der Explosion hört, kommt er natürlich gucken.
Wer hat ja da nichts zu verlieren, ist ja logisch. Würdest du ja nicht anders machen. Oder ich müsste halt erstmal nur explosive Moon mitnehmen. Ist halt auch schwer einzuschätzen, die Base, ne? Also ein 9er Kern war es ja, haben wir geguckt oben. Kann natürlich auch 4 Raketen draufhauen. Aber 4 Raketen wären aber auch genauso gut 4 Türen. Und da ich nicht denke, dass der Loot in der zweiten Etage ist. Er ist auch noch zu viel. Könnte natürlich auch auf die Foundation zielen mit dem Raketenwerfer. Aber da es eh alles Dreieck scheiße ist, hier sind ja eh 3 Dreiecke. Wo ich, wenn sie nicht gewählt ist, sind hier definitiv 3 Türen, bis du in den 9er Kern kommst. Und die Frage ist dann, kommt da eine Amore-Tür? Dann sieht schon richtig schlecht aus. Oder ist es hohl? Man weiß es nicht. Wäre schön, wenn du den jetzt hier abwirfst. Wieder dahin, immer an der gleichen Stelle. Ne, ist ein bisschen anders jetzt. Hier wäre schön gewesen. Mit 2 C4 drin, dann... Ja, das sind halt die Fragen, die ich habe, ne? Die ich mir stelle. Ich kann natürlich auch Risiko gehen und einfach hier hinlaufen und einfach da unsere beiden Kisten und da das Zeug reinpacken. Halt so, dass es nicht so offensichtlich ist. Das könnten wir machen. Tja, das ist die erste Wahl. Ich sollte mir auch mal, was eigentlich schlau wäre, wenn man jetzt auf so einem Server spielt, wo man 4 Wochen ist, sollte man sich recht frühzeitig Schlafsäcke verteilen, ne? In allen Ecken der Karte. So kannst du, wenn ein Airdrop kommt, zack, könnte ich mich jetzt killen. Bist du ungefähr, ja, da hinten müsste ungefähr runterkommen. Ja, aber ihr seht, das sind alles Doppeltwände. Alles Doppeltwände. Wenn ich die 4 weghaue, dann sind nochmal 4 genau der gleichen dahinter. Könnte ich nur von oben. Aber ihr seht jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stockwerke. Wenn er unten seinen Loot hat, muss er durch 5 Dinger durch. Durch 5 Dinger werden 20 Raketen. Und sowas hat 1, 2. Da müsste ich mal hochbauen, aber ich glaube, das war auch noch nicht der innere Kern. Ne, da hast du auch nochmal doppelt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wände. Na, wie ihr seht, macht keinen Sinn, das Ding hier anzugehen. Das ist echt nur die Möglichkeit, das Ding da hinten. Da jetzt eh alle da zum Airdrop rennen. Mein Gott, meine Stimme versagt schon. Ich könnte das Zeug natürlich jetzt noch aufheben. Würde ich vielleicht auch machen, wenn ich nicht aufnehme. Aber so gehen wir jetzt all in. Wie ich gestern schon sagte, ich weiß nicht, wann ich die nächsten Tage jetzt noch groß zum Aufnehmen komme, Rust. Und was sollen wir es jetzt hier verschwenden in der Kiste? Ist ja auch Schwachsinn. Ich
Schlecht wäre nur, wenn der Heli jetzt gleich kommt, wenn ich unterwegs bin. Eine sollte reichen für die paar Schuss, die wir haben. Gut. Ich nehme mal ruhig 2000 mit. Falls wir halt picken müssen. Sieht man dann nochmal erst später. Im Bauschrank, wenn wir nicht kommen, der wird eingebaut sein, bin ich mir relativ sicher. Deswegen wäre es eigentlich schon, ja, optimal wäre es, wenn ich da Essen Base hinbaue, ey. Ach Leute, aber es dauert wieder, bis ich, muss ich da hinrennen jetzt einmal. Ich habe jetzt auch keine Steine, ich müsste da hinten Steine farmen. Na gut, ich meine, so eine Vierer Foundation ist natürlich schnell gebaut, ne? Müssen wir nicht so viel Steine farmen. Komm, wir haben so eh so viel von dem Zeug. Ich mach's mal so. Gut, zwei Stacks Moon habe ich mit. Passt. AK, Bolt. Flammenwerfer. Könnte noch mal eine normale Axt, habe ich nicht. Könnte ich aber zur Not eine machen. Ich nehme auch schon mal ein Stack Holz mit. Egal, wir gehen das Risiko jetzt ein. Wahrscheinlich wird der Server auch eher voller werden wie leerer jetzt. Meistens so ab 16 Uhr. Aber Gründe habe ich euch genannt. Ich will mich jetzt hier nicht wieder 500 Mal wiederholen. Und aber eh schon zu viel Mist hier. Augen zu und durch jetzt. Ja, ist natürlich jetzt hohes Risiko. Was ich hier mache. Ich könnte natürlich jetzt noch gleich zwischenlagern in unserer kleinen Butze da. Aber da habe ich Steine. Ich könnte auf jeden Fall Steine mitnehmen. Das mache ich auch. Ich könnte auf jeden Fall dann eine Zweier Foundation könnte ich schnell hinsetzen. Da waren 3000 Steine drin. Wenn nicht alles täuscht. Kann ich auch die Türen da rausnehmen, die Butze brauchen wir da eh nicht mehr. Aber zumindest eine Tür kann ich mitnehmen, aber ich habe ja extra hier 3000 mitgenommen. Dass wir uns zur Not hacken, Repair Table. Boah, nicht jetzt. Repair Table und so weiter, Türen und so weiter machen können. Weil das Ding ist ja auch, wenn wir da reinkommen, bekommen den Bauschrank halt nicht. Kommen wir mal in Loot dran und das Ding ist voll. Muss ich natürlich auch irgendwo reinpacken können. Deswegen, wir kommen nicht darum, da eine kleine Base zu bauen. Also laufe ich wenigstens nicht drei oder viermal. So laufe ich jetzt nur einmal mit dem Zeug direkt. Was natürlich Risiko ist. Auch gleich beim Bauen ist Risiko. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich werde jetzt versuchen, dazwischen die Felsen zu setzen. Einfach so eine kleine Zweier. Gute ist, dass der Airdrop die Richtung war. Ist natürlich jetzt ein bisschen Rennerei hier. So, dann könnte ich mal eine Karte machen. Wenn ich wieder den Überweg genau finde. Ungefähr weiß ich ihn, aber... Da darf nur nicht der Heli gleich kommen, gleich spawnen. Das wäre richtig schlecht. Da müsste ich echt Kisten irgendwo hinsetzen und mich dann... da
aufhalten, bis er weg ist. Dann machen wir das Licht aus. Aber gut, wenn der AK und Bolt hast, denke ich, kann man es auch mal riskieren. Wir können uns ja auf jeden Fall wehren. Aber natürlich, wenn jetzt einer weiter weg ist und der uns sieht und der hat ein Visier auf dem Bolt, dann gibt er uns ein Heli. Und wir sind gerade irgendwo, wo wir keinen Schlafsack in der Nähe haben. Und du verlierst das ganze Zeug. Wäre natürlich dumm. Kann aber jederzeit passieren. Das macht ja auch den Reiz aus. Aber ich habe jetzt auch halt keinen Nerv jetzt hier noch bis in die Nacht rein zu warten und die ganze Nacht hier was zu zocken und dann den Raid zu machen, wenn der Server leer ist. Nee. Habe ich gerade auch keinen Nerv zu. Ja, die Base ist echt einfach weg. Die wohl echt zerfallen sein. Komm, du gehst uns eh gleich auf den Sack. Ja, ich hätte mich vielleicht auch mal... Junge, Junge, hauptsache ich laufe hier mit 50 HP rum, ne? Und keiner von euch sagt was. Wahrscheinlich habt ihr mich schon angeschrien. Junge, bist du bekloppt? Du läufst mit all ganzen Raid-Sachen rum und hast 50 HP. Ja, also machen wir einen kleinen Zwischenstopp hier in unserer Butze. Brauchen wir kurz das Fleisch rein, wenn da nicht, aber da war auch noch ein bisschen Fleisch. Wasser auch auf jeden Fall. Ich hätte es auch gar nicht gemerkt, wenn da nicht der rote Balken Starving gewesen wäre. Der mir so ein bisschen ins Auge gestochen ist. Das hätte ich gar nicht gemerkt. Ey, so konzentriert darauf, hier so die Umgebung im Auge zu haben. Fleisch liegen. Könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Stoff auf jeden Fall, das kann ich mal hier lassen. Ritzen habe ich auch zu wenig mit. Ja, ihr seht schon, das Problem ist, ich kriege gar nicht alles mit, was ich mitnehmen könnte. Und den Rest heile ich mit Bandagen eben. Steinmauer hätten wir hier auch noch. Wird man natürlich auch mitnehmen. Ja, so haben wir übrigens schon mal 3000 Stein. Dieser Stoff ist auch wichtig für den Schlafsack. Fix hier. Könnte natürlich den Helm, kann ich mir natürlich auch selber machen, ne? Hat einen Kerzen-Johnny. Ich nicht alles täuscht. Ja, hier. Brennstoff und Stoff. Lass mal den hier. Ich nehme mal die Mauer mit. Ja.
so machen wir es. Eigentlich wollte ich eine Tür mitnehmen, aber müssen wir halt eine craften. Warum jetzt die Mauer? Ja, sollten wir jetzt hier in Gefechte kommen, kann ich die Mauer halt setzen. Und da wir nicht gerade wenig Zeug bei haben, muss man jeden Vorteil dann mitnehmen. Ich doch schon wieder so vorum. Normalerweise müsste die Richtung passen hier. Ganz stark. Oh, müsste gleich zu Ende sein hier, die. Ach nee, das war ja verbunden, ne? Geh mal hier und dann ein bisschen links rum. Und wenn ich da jetzt weiterlaufe, hier zum Berg, da ist Kanalisation. Ich muss also hier weiter rüber. Und ich sehe überall die Sofo-Dinger hier auf dem Boden liegen. Ja, da ist Kanalisation. Wir müssen jetzt hart links hier. Ja, genau, eine Straße ist auch heikel. Na, da ist der Leuchtturm. Ich laufe mal ein bisschen weiter abseits der Straße. Hier wohl fühle ich mich gerade nicht, weil ich hier die Ecke halt auch noch nicht aufgeklärt habe. Großartig. Natürlich da, ich laufe hier um Felsen und dann ist auf einmal eine Base, da kommt einer raus. War noch schlimmer, ich laufe in die Mine rein. Mir auch schon passiert. Das Ding ist halt, wir haben noch keine Base. Wir laufen jetzt einfach hier. Naja, was soll's. Sofostein. Da noch ein Sofostein. Es geht schon wieder los. Da hinten noch ein Sofostein. Drei Stück. Da ist noch einer. Vier. Wird bekloppt. Guckt euch das an, ey. Das ist das Paradies hier. Ich sag's ja. So, dann langsam sollte aber die Base in Sichtweite kommen hier, oder? Problem ist, ich muss zu unseren Kisten hin. Aber ich mache halt gleich eben schnell eine. Kann ich auch machen. Ja, wohlfühlen ist anders, ey. Und dann hier über die ganzen freien Felder. Da ist Kraftwerk. Da sind die Masten. Ja, müsst ihr jetzt hier hinter dieser Kuppel. Guckt euch das an, was hier rumliegt an Stein. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht, ey. Ganze Küste voll. Da ist er. Gut, dann wieder da rein.
glaube, hier zwischen den Felsen einfach mal so eine Säure-Foundation hier hinkloppen. Jo, so machen wir es auch. Problem. Kiste kurz. Ich weiß, die droppt gleich. Ich muss dann kurz die Bandagen wegtun. Ich muss halt mal kurz was rausnehmen, damit ich überhaupt einen Bauplan und einen Hammer machen kann. Ja, wohlfühlen ist anders. Ja, hier ist schon in Ordnung. Sofort einsehbar. Ja, zur Not könnte ich noch eine dritte dran setzen. Zack. Ja, das ist der Typ aus der einen Gruppe da. Wenn die jetzt hier unterwegs sind und sich eine Base suchen, die sie raiden können. Natürlich nicht so gut. Das reicht nicht. Ich würde da noch eben gerne den, genau den ins, in Dreieck ballern. Ich möchte jetzt aber ungern rausgehen mit dem ganzen Zeug, deswegen warte ich jetzt erst. Ja, heikel, heikel die Situation hier. Vor allem, wenn ich da eine Rakete drauf baller. Bin ich mir fast sicher, dass wir Besuch bekommen werden. Aber no risk, no fun, ne?
Das war natürlich auch dumm. Genau deswegen. Ich werde sie gleich nochmal rausnehmen müssen, wenn ich da Kisten reinsitze. So, mache ich denn schon Kisten? Ja. Da 10 hier. Die Steinmauer kann ich jetzt einfach gleich da dran knallen noch. Oder ich kann sie auch da vorne vor der Base da setzen oder so. Ich muss mal gucken. Komm, bevor ich es wieder vergesse. Das ist richtig. Ich muss immer gucken, an welcher Seite das Codeloch kommt. Muss ich mir mal angewöhnen. Mein Gott. Sollte man demnächst auch eher machen, sowas. Schon kein Holz mehr, Respekt. Naja, scheiß drauf, das muss hier nicht schön sein. Wo kann ich eigentlich so lassen? Erstmal zwei Kisten sollten erstmal reichen. Ja, noch eben Codeloch dran, weil es mir einfach ein bisschen Zeit bringt. Ach Leute, ich habe ja gecuttet, das ist schon wieder Mega-Folge hier. Ich mache jetzt noch eben das Codeloch dran und dann ist gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann geht es hier gleich nochmal an selber Stelle weiter. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da und mich darüber freuen. Bis dann. Ciao.